So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading und Analyse-Service von JFD Brokers. Heute fangen wir mal kurz mit einem Überblick an, welche Termine heute anstehen. Ab 20 Uhr ist hier ein wichtiger Termin wieder markiert, das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung. Und zuvor dürften die Baugenehmigungen interessant sein bzw. Bewegungen in die Märkte bringen. Alleine von dem Terminkalender, von der Agenda, dürfte es eben bis 14.30 Uhr relativ uninteressant werden. Dann die Eröffnung noch mit Schwung vielleicht mitgenommen werden, aber dann bis 20 Uhr wird der Markt sicherlich dahin dümpeln in Amerika und dann auch deswegen der DAX. Zu diesem kommen wir jetzt. Heute Nacht habe ich mir ja den DAX eben auch nochmal genau angeschaut, beziehungsweise eben auch ein kleines Setup gebastelt. Er ist nicht ganz in die Kaufzone sozusagen hineingelaufen. Das Tief hat er heute um 10 Uhr, ja einmal um 9.15 Uhr und einmal um 10.15 Uhr bei etwa 10.880 Punkten erreicht. Von der Struktur her dürften wir eben auch hier eben noch konsolidieren zwischen etwa eben 10.930. Also ich denke nicht, dass das Gap vor der US-Börseneröffnung erreicht wird. Und unten dürfte eben der Markt bei 10.870 bzw. eben 60 und bei 10.830 gut unterstützt sein. Also eine Range, ja, die sich jetzt schon zwischen 80 Punkten halt bewegen könnte. Und schlechtenfalls eben nur zwischen 10.880 und eben dem heutigen Tageshoch bei 10.930. Hier, das war mein Chart vom Wochenende. Da hatte ich eben nur beziehungsweise Widerstände, Unterstützungen weiter unten eben eingezeichnet gehabt und ab hier, und da sieht man auch sogar, dass ist eben der DAX dann komplett nach oben durchgegangen, gab es für mich eben kurzfristig keine großen Widerstände mehr. Hier kann man jetzt natürlich die Unterstützung eben an dieser Marke mit einzeichnen, ja. Oben die Linie ist jetzt, kommt vom Tageschart her, der absolut gedeckelt würde der Kurs eben hier an dem letzten Hoch sein, da würde er wieder auf die Abwärtstrendlinie treffen. Blicken wir eben zum US-Markt. Und schauen wir uns da mal kurz den S&P 500 im Wochenchart an. Dieser Chart müsste eigentlich jedem Zuhörer müsste der diesen kennen. Und hier wurde eben auf diese schwarze Kerze in der vergangenen Woche eben gesetzt, dass eben nach einer Rallye ein deutlicher Abverkauf stattfindet. Eben hier sieht man jetzt eben auch, ja, jeweils wurde dann diese schwarze Kerze eben sofort gekontert. Zwar wurde halt immer wieder noch das Tief der Vorwoche unterschritten, aber dann gab es jeweils wieder eine stärkere Aufwärtsbewegung. Hier diese Wochenkerze wurde ja komplett aufgekauft. Aktuell ist die Situation so, der S&P 500 Index hat eben auch das Wochentief kurz unterschritten und legte dann eben die prognostizierte Rallye halt ein. Wichtig wird eben jetzt sein, dass der EMA 38 auf Wochensicht eben verteidigt wird bzw. überwunden wird. Dann könnte sich hier eine weitere Aufwärtsbewegung anschließen. Im Dow Jones Index geben die Strukturen definitiv noch ein neues Verlaufshoch her. Die Strukturen, also eine Welle 5
die sich eben bis 17.660 ausdehnen könnte. Also dieses wird nicht im Anschluss stattfinden, deswegen nehme ich das hier raus. Das wäre jetzt nicht mehr mein favorisiertes Szenario, sondern hier eben eine Konsolidierung. Ob jetzt ein neues Tief noch folgen wird, ist natürlich abhängig, was heute dann um 20 Uhr bekannt gegeben wird, aber hier könnte es einen letzten, sage ich mal jetzt hier erstmal vorläufig, ein letztes Verlauf hoch geben und dann eben eine breitere Konsolidierung bis Ende November eben dann stattfinden. Dann wird eben diese komplette Aufwärtsbewegung konsolidiert. Das ist jetzt im Prinzip mein Plan, aber ob jetzt hier eben noch ein neues Tief folgt, ist jetzt im Moment schwer vorhersehbar. Da werde ich dann Intraday Setups bereitstellen, aber hier von diesem Chartbild aus kann ich im Moment noch nicht sagen, wie die Strukturen laufen könnten. Zum Nasdaq kurz noch. Hier hat er eben zwei Umkehrkerzen an dem Widerstandsband an den Tag gelegt, aber auch hier dürfte es nochmal einen Anlauf an die 4600 Punkte geben. So, das war's. Erst einmal schauen wir noch kurz zum DAX. Hier kämpft er eben im 15-Minuten-Chart beziehungsweise eben an der ehemaligen Gap-Oberkante und kommt hier wieder ein kleines Verkaufssignal, wenn er nicht über den EMA 10 hinabsetzen kann. So, danke schön fürs Zuhören. Bis heute Nachmittag.